Willkommen zu meiner kleinen Einführung in CodeMD. Ich möchte euch einmal zeigen, wie man mit CodeMD ganz schnell und einfach Dokumente direkt im Browser erstellen kann. Das Tolle dabei ist, wenn ich diesen Link weitergebe, können wir auch gemeinsam an einem Dokument arbeiten mit fast beliebig vielen Leuten. Ja, wie die Leiste hier oben aufgebaut ist, habe ich ja schon im letzten Video erklärt. Das Dokument, welches ihr hier seht, werde ich auch direkt unter dem Video einbinden, so dass ihr alle Informationen direkt zur Verfügung habt. Ich schalte jetzt mal in die geteilte Ansicht, so dass ihr links den Quelltext und rechts das eigentliche Dokument seht. Überschriften sieht man hier schon, werden durch solche Hashtags angezeigt. Und je weniger Hashtags, desto wichtiger ist die Überschrift. Die erste Überschrift ist dann auch der Titel des Dokumentes. Ich kann Text ganz einfach auf verschiedene Arten und Weisen hervorheben, fett, kursiv, unterstrichen, durchgestrichen und so weiter und so fort. Das mache ich in der Regel so, dass ich durch unterschiedliche Symbole meine Texte klammere, die ich hervorheben möchte. Beispielsweise mit zwei Sternchen für fetten Text. Das muss ich mir auch nicht alles merken. Ich kann das einfach markieren im Editor und hier beispielsweise auf Fett klicken. Wenn ich dann nochmal klicke, macht er das nicht rückgängig. Das muss ich dann jetzt wieder manuell machen. Wenn ich die Sternchen wegmache, dann ist der Text auch nicht mehr fett hervorgehoben. So, genauso einfach wie ich Text hervorheben kann, kann ich Links einbinden, die auf andere Seiten verweisen. Entweder tippe ich den Link ein und sehe den Link dann im Dokument. Wenn ich dort draufklicke, lande ich da jetzt. Möchte ich gar nicht. Ich kann den Link aber auch so eingeben, dass ich einen Namen dafür vergebe. Wie das geht, seht ihr hier. Ich gebe den Namen in einer eckigen Klammer und direkt dahinter den Link in runden Klammern an. Dann sehe ich im Dokument nur den Namen, verweise aber doch auf die gleiche Adresse wie vorher. Überschriften hatte ich gerade schon erklärt. Ganz einfach ist es auch, Bilder einzubinden. Wenn ich ein Bild aus dem Internet einbinden möchte, funktioniert das ähnlich wie bei den Links, nur dass ich vor die eckigen Klammern noch ein Ausrufungszeichen setze und dann die Adresse wieder in runde Klammern dahinter schreibe. Ich kann das Ganze auch noch anpassen, beispielsweise indem ich die Größe in Pixeln vorgebe oder ich kann einen Namen einstellen, der angezeigt wird, wenn ich mit der Maus kurz über dem Bild stehen bleibe, wie hier. Ich kann auch eigene Bilder hochladen über dieses Symbol. Die landen dann halt in irgendeiner Cloud. Da kann ich mich drum kümmern oder auch nicht. Ja. CodeMD ist sowieso Open Source und ich kann mir mein eigenes CodeMD aufsetzen. Dann landet es natürlich in meinem eigenen Dateisystem. Genauso einfach, wie ich Bilder einbinden kann, kann ich auch Videos einbinden. Hier seht ihr ein YouTube-Video, welches ich eingebunden habe. Alles, was ich dazu machen muss, ist den Namen des YouTube-Videos aus seinem Link heraus zu kopieren und hier auf diese Art und Weise einsetzen. Dann kann ich das YouTube-Video auch direkt in meinem CodeMD-Dokument anschauen. Genauso wie ich Videos einbinden kann, kann ich auch PDF-Files einbinden. Und dann beispielsweise hier in einem PDF, welches auf dem Preprint-Server liegt, durchschauen und muss nicht extra aus meinem Dokument herausgehen. Ganz toll finde ich auch, dass man Formeln mit LaTeX tippen kann. Wer sich mal mit LaTeX auseinandergesetzt hat, das ist sicherlich ein Thema für sich, wird das hier kennen und das Ergebnis spricht, glaube ich, für sich. Ist ja so, wie das aussehen soll. Quellcode aus verschiedensten Programmiersprachen kann ich mit Syntax-Highlighting einbinden, auch mit automatischer Zeilennummerierung. Und ich muss nur kurz sagen, welche Sprache das ist, in diesem Falle Python. Aber wie gesagt, es geht auch mit Java oder Pascal, was weiß ich, was ihr machen möchtet. Ich kann das Ganze auch mit Flussdiagrammen visualisieren, die ich direkt hier im Browser erstelle oder im Editor erstelle und dann hier als Ergebnis sehe. Und sehr schön finde ich auch, dass man Noten ganz einfach eingeben kann und hinterher direkt ein Notenblatt sieht, welches man sich ausdrucken kann. Ja, es gibt auch so Spielereien wie Emojis, die ich direkt einfügen kann. Ich kann Zitatblöcke wunderbar angeben und ich kann natürlich auch verschiedene Listen und Tabellen erstellen. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen. Da kann ich gerne, wenn Interesse besteht, ein weiteres Video zu machen. Ich hoffe, das hat als Einführung gereicht. Das Dokument, wie gesagt, lege ich euch direkt unter diesem Video ab. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mir gefallen, wenn ihr einen Like hinterlasst
Und wenn ihr Kommentare habt, dann gerne für konstruktive Kritik bin ich dankbar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.